Am 19. September 2022 wurde Königin Elisabeth II. Beerdigt. Die letzte Reise der Jahrhundert-Queen war ein Großereignis, das seinesgleichen sucht. 8 Monate später wurde nun bekannt gegeben, wie viel das Staatsbegräbnis die britischen Steuerzahler gekostet hat. Wie das Parlament auf seiner Webseite offenbart, kosteten die Aufbahrung ihres Sarges und das Begräbnis rund 162 Millionen Pfund, was ganze 186 Millionen Euro entspricht. Am meisten Geld wurde demnach vom Innenministerium für die Sicherheit ausgegeben. Der zuständige Staatsminister John Glenn erklärt in einem Statement, Priorität der Regierung war, dass diese Veranstaltungen reibungslos und mit dem angemessenen Maß an Würde abliefen und dabei jederzeit die Sicherheit der Öffentlichkeit gewährleistet wurde. Dieses Ziel haben die Verantwortlichen auch erreicht. Alle Ereignisse rund um die Beerdigung der Queen.